Hallo, ich möchte Ihnen zeigen, wie ein Moore-Automat funktioniert. Und zwar nehmen wir dazu den Moore-Automaten zur Entprellung. Es gibt einen Eingang und dieser Eingang soll entprellt werden, wenn er dreimal hintereinander den gleichen Wert hat. Dann soll er übernommen werden. Das gilt für den Wechsel von 0 auf 1 und für den Wechsel von 1 auf 0. Wie Sie einen solchen Automaten entwerfen, finden Sie in den schriftlichen Unterlagen. Hier möchte ich Ihnen jetzt einfach mal zeigen, wie so ein Automat funktioniert, wie er also in der Realität dann aussieht. Dazu habe ich eine Grafik erstellt mit Logiflash. Das können Sie sich auch herunterladen und selber damit arbeiten, selber damit Schaltungen entwerfen und simulieren. So, jetzt wechseln wir mal zu Logiflash. Hier sehen Sie jetzt die Schaltung. Auf der linken Seite Eingänge X, das ist der Eingang, der entprellt werden soll, der Takt und der Reset. Können wir gleich mal resetten. Der Takt läuft relativ langsam, damit man sehen kann, was passiert. Und hier rechts ist der Ausgang, also der entprellte Wert des Eingangs. Hier auf der linken Seite sind Gatter, die den Folgezustand berechnen. Hier sind Flipflops zur Speicherung des aktuellen Zustands. Und hier sind wieder Gatter, die den Ausgangswert berechnen. Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Ich setze den Eingang auf 1. Und jetzt sieht man, wie hier vorne ein neuer Zustand übernommen wurde. Diese Leitung ist gelb, das ist ein anderer Zustand. Dann wird hier vorne ein weiterer Zustand berechnet. Wir sind im zweiten Zustand und gleich kommt der dritte Zustand und hier vorne der Ausgang wechselt auf 1. Der Eingang wurde also dreimal erkannt und wurde übernommen. Gehen wir mal wieder zurück. X ausschalten. Hier vorne gibt es wieder einen neuen Zustand. Also links wird immer der neue Zustand berechnet durch diese Gatter am Eingang. Mit dem Takt wird das dann hier übernommen und die Gatter hier vorne am Ausgang errechnen dann aus dem Zustand den Ausgabewert. So, jetzt ist gleich dreimal der neue Wert am Eingang angelegen und der Ausgang wird 0. Und jetzt habe ich wieder den Zustand, dass alle drei Leitungen hier auf 0 sind. Das ist der Startzustand. Nochmal kurz auf 1. Neuer Zustand wird hier angelegt und wird gleich mit dem Takt übernommen. Jetzt ist er übernommen. Hier wird mit dem Takt und dem Wert der nächste Zustand übernommen, berechnet und übernommen. Jetzt schalten wir mal rechtzeitig aus. Das Ganze war nur zweimal auf 1. Und beim nächsten Mal, wo der Takt kommt, wird dann wieder der Startzustand mit alles 0 hier vorne übernommen. Hier sehen Sie den Automaten nochmal in einer anderen Version. Das ist jetzt eine andere Codierung, eine One-Hot-Codierung mit insgesamt 5 Flipflops. Ich brauche also ein paar Flipflops mehr. Dafür ist aber die Funktion hier vorne für die Berechnung des Folgezustandes einfacher. Und vor allen Dingen, ich habe nur einen Gatter. Das Ganze kann also prinzipiell schneller arbeiten. Und hier ist die Ausgangsfunktion, die ist auch ein bisschen einfacher. Die Funktion des Automaten selber ist exakt die gleiche. Das heißt, die Automaten sind äquivalent. Ich schalte hier vorne den Eingang wieder auf 1. Dann wird hier vorne neuer Zustand übernommen. Jetzt mit der Taktflanke. Das war das erste Mal X erkannt. Hier vorne, das zeigt an, beim zweiten Mal erkannt wurde, wird jetzt übernommen. Und gleich bei der dritten Taktflanke ist dann erkannt worden, dass dreimal der Eingang auf 1 war. Deswegen ist jetzt hier vorne auch der Ausgang auf 1. Also wie gesagt, eine andere Darstellung des Automaten, anderer Aufbau, aber das Verhalten ist exakt das gleiche. Das heißt, die Automaten sind funktional äquivalent, haben natürlich eine andere Arbeitsgeschwindigkeit, vielleicht auch einen anderen Stromverbrauch, aber sind von der Funktion her identisch.